meine Lieben. Ja, ich habe heute wieder ein Päckchen bekommen. Da habe ich bei der lieben Christine Gröbel in ihrer Facebook-Gruppe eingekauft. Die macht dort immer so Kellerverkäufe. Und das möchte ich euch natürlich zeigen, was ich da alles Schönes geshoppt habe. Und zwar fange ich gleich mal mit diesem wunderschönen Band an. Finde ich mega cool. Das kann man schön für Alben gebrauchen. Leider hatte sie es nur mehr für einen Jungen. Ich hätte es für ein Mädchen auch genommen. Aber ja, gut. So. Dann habe ich noch diese Dekobänder. Die sind selbstklebend. Das dicke, etwas dünnere mit den Vögeln. In Gelb. Den Rosa. Das habe ich mir gleich dreimal genommen. Dann habe ich natürlich auch wieder ein paar Sticker. Und zwar habe ich mir diese hier dreimal genommen. Wunderschön. Dann habe ich diese hier. Und die habe ich mir fünfmal genommen. Dasselbe für Mädchen. It's a girl. Wunderschön. Das habe ich viermal. Dann habe ich hier so wunderschöne Brads. Das habe ich auch zweimal, kann man auch schön für Mädchen nehmen. Dann habe ich diese schönen Pins. Und hier habe ich wunderschöne Charms. Ich hoffe, man sieht es, das habe ich auch zweimal. Wunderschön. So, dann habe ich mir einen Stempel. Den finde ich mega süß. Dann habe ich mir drei Stanzen. Drei verschiedene Stanzen. Hier habe ich die hier. Dann habe ich mir noch die hier genommen. Und diesen wunderschönen Rahmen. Und jetzt kommen Blöcke. Und zwar auch für Babys. Da sind diese Motive drinnen. 15,2 x 15,2. 24 Blatt. Und diesen Block habe ich mir gleich 10-mal genommen. Dasselbe habe ich dann auch noch für einen Jungen, und zwar mit diesen Motiven. Auch 15,2 x 15,2, 24 Blatt. Und den habe ich mir auch 10-mal genommen. Kann man wunderschön mit Karten und Alben basteln. Bin mega happy.
Dann habe ich noch zweimal diese hier. Das sind 87 Sheets sind da drin, das sind Pastelltöne. Das ist 11,4 mal 16,5. Wunderschön. Mal kurz ein bisschen durchblättern. Diese Farbe. Dann haben wir diese Farbe. Diese Farbe. Diese schöne Farbe. Schönes Blau. Schönes Grün. Pastellgrün. Ein Lila. Ein etwas dunkleres Blau. Mehr Cremefarben. Und das wiederholt sich dann. Finde ich mega, mega klasse. Den habe ich gleich zweimal. Dann habe ich noch diesen schönen Block. Auch 24 Bogen drinnen. Und den habe ich fünfmal. Zu guter Letzt habe ich mir dann noch diesen bestellt. Also gekauft. Diesen schönen Motiven drinnen. Auch 24 Bögen. Und den habe ich mir viermal genommen. Und als kleine Beilage, als kleines Goodie für den Einkauf, hat sie mir das dazu gelegt. Finde ich mega, mega süß von ihr. Danke dir, liebe Christine. Schauen wir mal da rein, was da drinnen ist. Ich glaube, das sind so... Ah, das sind immer dieselben Bögen. Oh ja, das finde ich schön. Die kann man schön für Babyalben verwenden. Ja, meine Lieben, das war's schon. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.